danke. Rhein-Neckar Zeitung, Wochenendausgabe. Thema Corona-Impfung, Leserbrief. Verniedlichend zur Verwendung des Begriffs Peaks und immer wieder der Peaks. Im Fernsehen sprechen Fachleute und Politiker vom Peaks. In den Zeitungen taucht er auch immer wieder auf. Klammer auf, auch in der Rhein-Neckar Zeitung, Ausrufezeichen, Punkt. Ich finde es unanständig, die Bedenken oder Ängste der Menschen, die sich aus unterschiedlichsten Gründen, Klammer auf, noch Klammer zu, nicht haben impfen lassen, durch diese Wortwahl ins Lächerliche zu ziehen. Egal, ob man für oder gegen das Impfen ist, diese Wortwahl, so betont niedlich sie auch daherkommt, ist subtil toxisch und in keinster Weise hilfreich. Ich wünsche mir hier die gleiche sprachliche Sensibilität, die beim Gendern ja schon eine Selbstverständlichkeit ist. Allen, die hier mit diesen Verniedlichungen spazieren gehen, denen rate ich dringend, auf Servus TV zwei Reportagen anzuschauen. In der Mediathek kann man das wahrscheinlich noch tun. Die erste Reportage heißt Im Stich gelassen, Covid-Impfopfer, und die zweite heißt Covid-Impfopfer, Geschädigte, die es nicht geben darf. Danke.